Vom Markt her, Henry, bei dir drüben ist der Cut noch, läuft der Cut gegen Yen noch? Der Trailing Stop wurde ausgelöst, bin auch raus da. Bist auch raus da? Also weiteres Momentum fehlt hier, also bei fast jedem Trader in der Richtung, außer beim DAX. Micho, hast du noch was auf dem Schirm? Keine neuen Orders. Gut. Das heißt, die frühabendliche Mittagspause hält schon langsam Einzug. Die Volatilität ist ja eh in Grenzen. Aber wir gehen nachher an die Taschenrechner und gucken dann mal, wer sich hier den Sonderpreis heute abholen darf. Ne? Ein bisschen was wurde ja doch gemacht. Aber im Prinzip ist ja noch alles offen. Ja? Der Abend ist noch jung und es geht noch sozusagen, der frühe Abend fängt ja jetzt erst an, der späte Nachmittag ist noch jung. Warten wir mal ab, was noch passiert. Generell sei aber gesagt, wir haben hier eigentlich die große Strecke des Tages eigentlich schon hinter uns gebracht, unter gefühlten 40 Grad hier in dem Raum. Ne? Also es ist schon ein Brett, was wir hier letztlich haben. Markus, lass dich nicht aufhalten. Ansonsten muss man einfach sagen, es war auf jeden Fall spannend, aber jetzt trocknen die Märkte von der Liquidität sichtlich aus. Und wie Markus auch meinte, es ist natürlich so, dass man hier nichts erzwingen sollte. Und von der Hauptsession her, hat ja auch Jens vorhin gesagt, am Vormittag immer interessant, nach dem Opening bis zum Mittag dann die Pause. Und dann muss man sehen, was die US-Daten letztlich dann auch bringen und machen. Letztlich können wir hier nochmal auf die ein oder andere Geschichte eingehen, die praktisch den Unterschied darstellt von dem, wie eben hier die einzelnen Händler vorgehen, wie es jetzt eben der Henry macht mit seinem FX-Bereich. Henry hat sich hier auch direkt auf Forex eingeschossen, ja, handelt eben nicht mehr den DAX. Gibt es da einen Grund für, Henry, vielleicht? Immer ins Mikro sprechen, damit es laut ist, das ist immer so ein bisschen... Muss nicht mich angucken. Okay. Ich denke einfach, im Forex hat man mehr Setup-Möglichkeiten, wenn ich nur den DAX handle und Intraday-Trading mache. Muss ich halt wahrscheinlich wirklich im 1- oder 2-Minuten-Chart agieren, um da vielleicht genügend Setups zu bekommen. Im Forex-Bereich, was ich damit sagen möchte, zum Beispiel heute war eigentlich wenig los im DAX. Ja. Ja. Wir haben eine enge Range gehabt, ja, ist richtig. Und im Devisenbereich gibt es dann immer irgendeine Währung, die gerade irgendwie in play ist, also gespielt wird, weil es da wichtige Wirtschaftsdaten gibt, weil da Kommentare von Zentralbankern waren. Das heißt, irgendwas ist da immer geboten im Devisenmarkt. Es gibt da kaum einen Tag, wo nichts los ist, so wie beim DAX oder so. Und man hat einfach mehrere Underlyings, mehr Instrumente zur Auswahl und ich habe das für mich als angenehm empfunden, da nicht nur auf den DAX zu gucken oder Bund Future. Ich habe früher viel DAX gehandelt, einen Bund. Aber wie gesagt, ich finde das okay, wenn man mehr Möglichkeiten bin hat. Bin ich voll auf deiner Seite. Hast du so einen Währungsüberblick, wie viele Währungen du so in den Fokus nimmst? Hast du da, also hast einerseits beispielsweise, wir wissen alle, dass der Euro US dann ein Stück weit von der Volatilität zusammenbricht. Ich selbst, wie gesagt, habe da im Euro US dann manuell, ich glaube, im letzten halben Jahr gar nichts mehr gemacht. Algorithmisch schon. Aber hast du jetzt, sag ich mal, so favorisierte Währungspaare, die du generell handelst? Oder, sag ich mal, favorisierte oder so eine Group aus Währungen, wo du einfach sagst, das ist das, die, oder die, die ich mir immer anschaue? Ja, das sind eigentlich die großen 7, wenn ich sie mal so nennen möchte. Das ist der neuseeländische Dollar, der australische Vielleicht, Dollar. Vielleicht, Moment, kurz, kannst du das kurz auf den Schirm einfach holen, dass wir den, ja, kann ich, den Desk von dir vielleicht nochmal direkt zeigen? Das wäre ganz nett. Okay, warte. Also das ist praktisch so dein Überblick. Und das sind auch die Paare, wo du im Prinzip... Genau. Also Neuseeland-Dollar. Ich nehme mal jetzt den jetzt hier. Also sagen wir mal, Neuseeland-Dollar gegen US-Dollar und japanischen Yen. Gegen Euro handle ich eigentlich nicht, ja. Ich handle australische Dollar, das gleiche gegen Yen und US-Dollar. Das gleiche kanadische Dollar gegen Yen und US-Dollar. Euro gegen US-Dollar, Euro-Yen. Andere Europaare handle ich nicht, auch nicht Euro gegen Pfund, das gefällt mir nicht. Nee, nein. Tatsächlich. Okay, das ist auch witzig, sag mal, da hat der, ja, der Markus überhaupt kein Problem, hat er hier schon eine Position gut laufen, aber Euro-Pfund gefällt dir nicht, sagst du? Nein. Aha. Ja. Keine Ahnung, also man ist ja nicht darauf angewiesen, wenn ich da 5 Setups getradet habe, die alle nicht funktioniert haben, dann sage ich, okay, lass ich mir mal weg, ja? Also, ja, korrekt. Das muss ja nicht sein. Dann, wie gesagt, Dollar-Yen handle ich Pfund eigentlich nur gegen US-Dollar. Und das war's. Pfund. Okay. Der Dragon oder der Beast hier, britisch Pfund-Yen, sage ich ja, ist jetzt dir zu volatil, oder? Ja, nur im kurzfristigen Zeitpunkt. Aber eigentlich, wie gesagt, ich handle eher so im Stundenchart. Ja, und 4-Stunden-Chart ist natürlich für so ein Intraday-Live-Trading-Event wie heute
etwas schwierig. Und den Pfund gegen japanische Yen, das war auch relativ selten. Also okay. Ab und zu schon mal, aber jetzt. Aber das ist so das, wo du sagst, das ist das Universum, wo du dich bewegst und da eben auch schaust, na, ist ja völlig in Ordnung. Aber wie du schon sagst, das ist eben nicht nur der DAX, also ein Underlying, was du da eben auseinander nimmst, sondern ja. Acht bis oder rund, wenn ich richtig gezählt habe, glaube ich, das sind es 8 Währungspaare oder knapp 10. Ja, es sind schon mehr, ja, 10, 12 oder so. 10, 12, wo du dann im Prinzip den Fokus drauf hast und dann die Setup suchst. Du machst ja auch einen Track seit einiger Zeit, richtig? Ja. Wo stehst du da aktuell? Kann man das sehen irgendwo oder kannst du ja, uns was wahr sagen? Ja, es noch viel Luft nach oben. Ich glaube 11-12% oder so seit Jahresbeginn. Also 11%? Ja, 11-12. Ja, das ist ja praktisch, wir haben ja jetzt noch nicht mal November, also bist du hier praktisch mit mehr, bist du mit einem Schnitt pro Monat auf jeden Fall mehr dabei, als manche hier im Tagesgeldniveau auf Jahresbasis kriegen, um es mal so zu sagen. Grundsätzlich eine Rendite... Viele griechische Bonds. Du gibst hier eine Empfehlung aus, müssen wir gleich mal ein Disclaimer reinhängen. Ja, den habe ich am Anfang noch. Ah, nee, ich habe ihn nicht gezeigt. Hast du ihn nicht gezeigt? In Pfund abgerechnet. In Pfund abgerechnet, ja. Genau. Genau. Ja, ja, ist richtig. Griechische Bonds in British Pound. Was willst du machen? Was für ein Chart? Dein, von dir jetzt mal ein bisschen was zeigen? Ja. Hast du heute. Ach, das ist deine Protokollierung, oder was? Ich habe jetzt gerade. Ach so. Also, wenn noch. Gern, gern. Also, Andreas, bitte den Monitor vielleicht mal. Hat direkt schon wieder abgefeuert. Der Markt ist ziemlich, wie soll ich sagen, range-getrieben. Das hatten wir ja festgestellt. Wir sind im DAX ja auf die 433, konnten nicht die Hochs breaken, also diese 41 vom heute Morgen oder dann die 50 kurz zur Bayer-Meldung. Das wurde alles nicht mehr erreicht, obwohl USA relativ stark war zwischenzeitlich. Auch das hat sich geändert. Das heißt, ich versuche dann immer in so einem Abschwung nochmal auf den Trend aufzuspringen, beziehungsweise auf die Bewegung, denn einen Tagestrend gab es nicht. Bin dann rein mit engem Stopp. Das heißt, wenn ich jetzt hier aktuell rübergehe, welches Screen ist es? Ja, dann sieht man, dass der Trade per Take Profit aus den Rennen genommen werden soll, wenn wir wieder am Tagestief tendieren. Also 87, 88, das ist so meine Region, da waren wir heute schon zweimal, ist vielleicht eine ganz gute Unterstützung. Man weiß es nicht, aber damit gebe ich mich zufrieden. Und der Stopp wird auch relativ eng gesetzt. Wenn wir auf die anderen Märkte mal rüberschauen, also der Dow Jones ist stark gestartet, beziehungsweise nach einem neuen, ganz kurzen Dip nach unten, hat er richtig abgefeuert an Kaufkraft, ist auf neues Tageshoch, hat die Abwärtstrendlinie durchbrochen und sackt jetzt so ein bisschen in sich zusammen. Das ist alles nicht Fisch, nicht Fleisch. Wer sich gestern das Chartbild angeschaut hat oder gestern gehandelt hat, der hat mitbekommen, dass es teilweise 40, 50 Punkte im Zickzack hin und her ging, in 10 Minuten abwechselnd. Das spricht für hohe Unsicherheit, also die Ereignisse, Notenbanken und so weiter, werfen ihren Schatten voraus und das sieht man halt auch. Und man weiß aber vorher natürlich nicht, ist es eine Range oder bricht der Markt aus. Also es kann ja genauso gut sein, dass hier ein Ausbruch erfolgt. Nach 10 Minuten weiß man dann, es war kein Ausbruch. Also man muss sich vorab sein Setup zurechtlegen und seine Strategie, wie man agieren möchte. Ich versuche immer wenige Punkte in einer fließenden Bewegung zu airtraden und andere versuchen eben auf einen Trend aufzuspringen und diesen dann entsprechend lange zu reiten oder daran zu partizipieren, vielleicht auch zu pyramidisieren, was heute überhaupt nicht ging. Oder, Micha, was sagst du? Pyramidisieren war heute nicht so... Nein, die Position war erfolgreich, aber kurz nach vor wurde es ausgestoppt mit ganz kleinem Gewinn und ja, keine weitere Stufen waren gebaut. Aber so ist das manchmal. Also das können wir vorher nicht beeinflussen. Auch bei der Terminplanung für solche Events weiß man natürlich vorher nicht, was passiert. Wir sollten vielleicht solche Termine demnächst auf die Tage der Notenbank legen, oder Chris? Was hast du für Vorschläge? Du meinst dann so abends 20 Uhr, ja. FED-Meeting, 2050, ja. 2030? Es stört auch niemanden, wenn du mit deiner Zigarre und dem Glas Rotwein da sitzt, wie du sonst halt zu Hause handelst. Ach so, du weißt also, wie ich zu Hause handle. Natürlich, du hast ja deine Webcam am iPad nicht abgeklebt. Ich gucke da manchmal, was du so treibst. Also, es ist ja gut zu wissen, dass jemand mein Handy gehackt hat und mich da beobachtet, auch wenn ich kein iPhone habe. Aber schön, dass du das nochmal ins Spiel bringst. Die Promotion hat schon mal geklappt, ist kein Thema. Aber grundsätzlich, ja, so zu Events, wie gesagt, ich bin selbst jetzt kein Fan von News. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gern
15 Minuten vor News eigentlich flat und 15 Minuten danach und warte eigentlich ab, was passiert. Aber da hat jeder seine eigene Couleur. Wie gesagt, es gibt ja News-Special-Trader, die irgendwelche Events nur abwarten und darauf lauern, da kurzfristig Bewegung zu ziehen. Ist nicht meins, aber das muss jeder für sich selber letztlich wissen. Dass man da natürlich Bewegung hat, ist auf jeden Fall gut. Bist du schon raus aus dem Trade jetzt wieder? Ich bin aus dem ausgestoppt worden mit, weiß nicht, 2 Punkten Gewinn, wenn ich das im Augenwinkel mir anschauen durfte. Und jetzt schon wieder rein. Ich habe jetzt die Linie im Dow Jones, die ich immer mal trigger in beide Richtungen. Da sind wir angelaufen, würde den Stopp quasi drüber setzen, 15 Punkte. Ist im Dow Jones eine ganz gute Stoppgröße. Und orientierst du dich da an der Average True Range oder irgendwas? Oder warum 15 Punkte gute Stoppgröße? Ja, also man kann natürlich, das ist eine Art Risikomanagement, man kann die Stoppgröße natürlich auch auf 30, 40, 50. Nee, also es gibt welche, die sagen, oder was heißt welche, es gibt Trader oder Akteure am Markt, die sich über die sogenannte Trefferquote definieren. Ja, also das sieht man auch oftmals bei Track Records, die im Internet anzusehen sind, beim Austausch in Foren und so weiter. Also da gibt es ja einige Profile, die dann eine Trefferquote von 80-90% haben. Aber was man dabei, wenn man genau hinschaut, nie vergessen darf, ist, wie entstehen denn diese? Entweder durch sehr, sehr kleine Positionen, die sehr lange im Markt gehalten werden, oder eben durch extrem weite Stops oder, was wir heute Morgen angemahnt hatten, durch das Weglassen von Stops. Natürlich in einem Seitwärtsmarkt, irgendwann wird der Kurs schon wieder auf das Level laufen und gibt dann einen Pluspunkt von 5 Punkten oder so. Also es gibt, ohne jemanden im Forum von Wall Street Online zu benennen, gibt es auch einen Trader, der selten Stops setzt und auch gerne nachkauft, dann offline ist und in 9 von 10 Fällen klappt das auch, dass der Markt dann wieder an seine Marke kommt und er mit plus 1 Punkt verkaufen kann. Aber es gibt dann auch Tage, wo er dann heult, nicht in den See zum Baden geht und sich dann kein Dahlmeier pro Domo oder wie er es immer umrechnet, leisten kann am nächsten Tag. Ach was? Richtig Aua, ja. Er rechnet so um. Ah ja. Aber es ist ein interessanter Punkt, dass du sagst, ich meine, die Trefferquote ist eh relativ zu sehen, ja. Wie du schon sagst, wenn ich einen weiten Stopp setze und einen engen Take-Profit, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich viele Treffer habe, aber unterm Strich nicht profitabel sein kann, weil ich immer viel, viel mehr verliere, als ich in kurzen Abschritten gewinne. Deswegen ist die Trefferquote wirklich mehr Schein als Sein. Da sollte man nicht drauf achten. Es ist halt immer wieder vom Erwartungswert des Systems abhängig, ja. Und ansonsten meine Frage in die Runde, so wer von euch hat schon, also Micho weiß ich ja selber, aber von den anderen Tradern so in Sachen automatisiertes Trading, algorithmisches Trading, wer hat da schon Erfahrung jetzt? Oder ich sag mal, der Agena-Trader speziell, Markus, ich meine, das ist ja auch theoretisch ein vollautomatisches System. Das heißt, das, was du hier abhandelst, kannst du bekommst automatisch Signale, handelst sie diskretionär. Könntest es aber auch vollautomatisch praktisch handeln lassen. Erfahrungswerte, gibt es da Möglichkeiten des Backtestings über den Agena-Trader, dass man das macht? Ja, hast du es schon mal durchgeführt? So? Nein, ich noch nicht. Ich weiß, dass mein System funktioniert. Das sind meine eigenen Backtests, die ich dann gemacht habe. Aber es gibt Vollautomatismus, kann man alles umstellen. Es funktioniert auch einwandfrei. Man kann es auch backtesten. Wir haben eine eigene Backtesting-Funktion von der Uni Aachen da entwickeln lassen. Und kann man mit Agena Trader letztendlich alles machen. Also er kann nichts, was nicht auch irgendeine andere Software auch kann. Okay. Und sogar halt meistens noch ein bisschen verändert oder besser oder weiterentwickelt. Aber die Vermögensverwaltung und ich sag mal, die Leute, wo du jetzt kennst im Bereich Agena Trader, dass da jemand schon vollautomatisiert handelt oder handeln lässt, ist nicht der Fall. Wird keiner machen, weil wir unser Trading, wenn ich jetzt von der Vermögensverwaltung ausgehe, auf den einzelnen Kunden abstimmen und jeder Kunde ein anderes Risikomanagement haben möchte und auch nicht alle Werte gehandelt haben möchte. Nicht jeder möchte im Futures-Bereich unterwegs sein, andere wollen nur im Aktienbereich unterwegs sein. Da kannst du kein vollautomatisiertes Handeln machen. Und das ist das Schöne im Agena Trader, dass da halt jeder Kunde auch separat behandelt werden kann. Okay. Er spricht für die Plattform ohne Zweifel wieder ein Gimmick mehr. Also es gibt eigentlich nichts, was es dort nicht gibt. Genau. Jens, du hast kurz dich gemeldet wegen automatisiertem Handel, Rhythmen. Ja. Sag was dazu. So, ich meine, deine Erfahrungswerte sind sicherlich auch durchaus gegeben in dem Bereich. Also ich setze auch eine Strategie vollautomatisiert, das kommt mir darauf an. Ich habe eine diskretionäre Möglichkeit zu intervenieren und zwar im Zusammenhang mit der Positionsgröße. Das mache ich also im Devisenbereich. Mhm. Die Strategie, die ich umsetze, das ist ein, alles in allem muss man das als Trendfolgeansatz wohl bezeichnen, wobei ich es als eine Mixtur aus Bewegungs- und Trendhandel bezeichnen würde, ausgehend von der Zeitebene. Das läuft im Swing-Bereich, das ist auch auf Stundenbasis umgesetzt. Sentiment-basiert, also das bedeutet, ich beziehe die Positionierung der in dem Fall Kleinanleger mit ein, Privatanleger mit ein. Die im Übrigen meistens? Ja, oft,
auf der falschen Seite liegen. Wobei das ist... Auch relativ zu sehen. Das ist relativ zu sehen, weil die Sache ist die. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben zum Beispiel. Und wer dieses Buch jetzt gelesen hat, oder auch wer meine Ausführungen schon seit langer Zeit folgt, der weiß halt. Und das ist ja genau das, was der Andreas schon sagte. Die Trefferquote beim klassischen Privatanleger, die ist eigentlich im Schnitt größer 50%. Deswegen muss ich immer so schmunzeln, wenn es dann immer so einen Spruch gibt, der dann heißt, ja, was soll ich denn machen? Goldman Sachs, oh, die haben ja wieder hier die Richtung des Marktes und so weiter. Also wenn ich mir die Trefferquote von den Retail-Tradern angucke, dann sehe ich, dass die im Schnitt in der Mehrzahl der Fälle eigentlich auf der richtigen Seite liegen. Das Problem ist halt deren sogenanntes Payoff-Ratio, das heißt die durchschnittlichen Gewinner zu den durchschnittlichen Verlierern, ja, die so katastrophal schlecht sind, also so klein ist, dass unterm Strich eben ein negatives Ergebnis beim Erwartungswert rauskommt. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis man das Konto vor die Wand gefahren ist. Und das eigentliche Prinzip, was beim Sentiment halt oder Retail-Sentiment Anwendung findet, ist, dass die Überlegung eine klassische psychologische ist, dass es auf die Verlustaversion runtergebrochen wird. Das heißt, der klassische Kleinanleger, Privatanleger, die verlustbringenden Positionen sind zeitlich betrachtet länger am Markt geöffnet, als es die gewinnbringenden sind. Weil sie es nicht realisieren oder wahrhaben wollen, im Verlust zu liegen. Und die Gewinner ganz schnell mitgenommen werden, dann bist du noch überhebelt dabei. Und das ist dann halt die Grundüberlegung, die dahinter steckt. Ja. Aber im Kern ist das dann das Endergebnis, dass es trotzdem Kontraindikator ist. Also das kommt das Gleiche bei raus. Das heißt, in Aufwärtstrend hast du kontinuierlich ein Netto-Short-Sentiment. Das heißt also ein Überhang auf der Seite der verlustbringenden Short-Position. Und natürlich umgekehrt in fallenden Märkten. Und das ist halt ein Filter, den ich da mit einfließen lasse. Ja, und dann, wie gesagt, auf Backtests basierend in verschiedenen Marktumfelden. Eine Trefferquote, eine historische, die du dann ausarbeitest, ausgehend von durchschnittlichen Gewinnern, durchschnittlichen Verlierern, basierend eben auf deinem Ansatz. Bist du in der Lage, mathematisch eine Positionsgröße zu berechnen, um halt möglichst passable Drawdowns zu haben. Das ist immer davon abhängig, wie die Risikoaversion des jeweils welchen Traders ist. Aber Drawdowns zu haben, die in einem vernünftigen Maße sind und dennoch ein wirklich solides Equity-Zuwachs zu haben. Eine super gute Kapitalkurvenentwicklung. Okay. Den Test, den habe ich, oder beziehungsweise das System selber gehandelt, habe ich schon jetzt über ein Jahr. Die Backtests reichen zurück über 6 Jahre, Pi mal Daumen. Allerdings, also primär umgesetzt halt im hochliquiden Bewährungsbereich. Mhm. Also wenn die SMB was gezeigt hat, dann, dass man sich auf die Liquidität verlassen sollte. Ja? Mhm. Und das ist halt eine Grundvoraussetzung, dass auch den gesamten, also das ist ein EA, der immer nur 24 Stunden dann läuft, dass du auch in der asiatischen Session ausreichend Liquidität hast, auch gute Preise bekommst, wenn du einen Fill bekommst, natürlich, selbstverständlich, weil das auch eine Kostenfrage ist dann, im Zusammenhang mit Spreads. Auch da zum Beispiel ist JFD herausragend, muss man ja sagen, weil die Spreads wirklich konstant über den gesamten Tag halt wirklich extrem eng sind. Ja. Also ich weiß, ich kann mal mein Bildschirm gerade sehen. Wir können ja mal, das ist ja die Sache, das finde ich ja auch so cool zum Beispiel bei JFD. Können wir gerne mal machen. Also wie gesagt, das ist natürlich auch ein Punkt, klar. Ich hatte es gestern auch in meiner puren Transparenz beim Trading, dass es da eben genau die Unterschiede sind. Ja? Ich meine, man schaut ja meistens erst später auf solche kleinen, aber feinen Differenzen. Aber Spreads sind eben Spreads und die führen eben zur besseren oder auch, wenn sie schlecht sind, zur schlechteren Ausführung. Das ist de facto der Fall. Und damit machen sie sich ihre Performance auch kaputt. Also das heißt, es gilt nicht nur den Broker in Sachen Fairness zu testen, sondern eben auch in Sachen Preisstellung. Und da gibt es eben durchaus Unterschiede. Ja, und das ist halt hier. Das wird wöchentlich geupdatet, direkt auf der Hauptseite von JFD. Der Durchschnittsspread während der Londoner Session, also der europäischen Handelssitzung. Der Haupthandelssession, da läuft ja das größte Volumen, ganz klar. Genau. Und dann eben der Durchschnittsspread in Pips, September 05 bis 09 2016, also die letzte Handelswoche, wird jetzt wieder geupdatet dann am Wochenende. Durchschnittsspread bei 0,2 Pips, 0,21 Pips im Euro-US-Dollar. Letzte Woche waren es 0,2 Pips, das pendelt immer genau so. Und das, wie gesagt, sind 24 Stunden, die abgedeckt werden. Genau. Das heißt, das sind auch die illiquiden Bereiche. Dann hast du dazu halt die entsprechenden Kommissionen, die jetzt ja angepasst worden sind bei JFD. Ja, das sind bei 5,50 je Roundturn, 2,75 Euro je Halfturn. Und das die 100.000er Einheit, das ist schon ein Brett, wo man sagen muss, da sind wir natürlich 25% runtergegangen zum normalen Standard. Wir haben die Gebühren im Übrigen ja auch seit 5 Jahren jetzt nicht verändert und haben trotzdem großen Zuspruch gefunden. Ich denke, jetzt mit der Gebührensenkung gehen wir nochmal einen Schritt mehr auf die Kunden zu und sagen, als Dankeschön sozusagen, kommt, nutzt es aus. Und ich sage mal, wie gesagt, das ist ja auch natürlich unser Verdienst oder Ihr Verdienst, dass wir bislang so lange organisch gut wachsen konnten. Und jetzt geht es eben in die nächste Sphäre, wo wir sagen, jetzt wollen wir auch ein Stück weit aggressiver eben am Markt sein. Und das kann man eben mit gesenkten Gebühren hervorragend umsetzen.
Ja, und das ist ein riesen Kostenfaktor, muss man auch sagen. Also meine Performance zum Beispiel, ich bin dann jemand, auch in Backtests, wenn ich die laufen lasse, ich stelle mir immer die schlechtesten Handelsbedingungen vor. Also ich nehme immer das Worst-Case-Szenario, auch wenn ich Chance-Risiko-Verhältnisse für Training-Setups formuliere. Ich gehe mal davon aus, von dem konservativsten Kursziel möglichst, also aggressiv ist ein weiter wegliegendes Ziel, konservativ also ein engliegendes. Und wenn mir das engliegende ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis verspricht, dann kann ich den Trade erst recht machen, weil ich eigentlich ein weiter, viel weiteres Ziel habe. So wie heute früh zum Beispiel beim DAX-Trade, das hat man gesehen, ich habe das ja runtergerechnet. Wir hatten in Anführungsstrichen nur ein CRV von 1,5 zu 1. Es war aber tatsächlich ja nur eine fiktive Größe Chance-Risiko-Verhältnis, denn das eigentliche Ziel war der Bruch plus dann noch weitere Trendbewegungen, die infolgedessen dann auf den Weg gebracht werden. Andreas, du darfst natürlich, also Andreas... DAX ist dann durch die Tagestiefs, willst du jetzt sagen. Das habe ich nämlich schon fast erwartet. Das genau, Bruch, Tagestief und das, wenn man auf die Uhr schaut, Viertelstunde vor Xetra-Ende. Oh, da kommt jetzt aber Luft rein. Da kommt richtig Ding rein. Also er ist schwach, ne? Das muss man ganz klar sagen. Hier kann man dazu sagen, dass der Stopp... S&P ist über dem Open. Das können wir jetzt mal Glück nennen oder wie auch immer. War um 0,5 Punkte nicht erreicht worden. Es gibt Broker, da hat man das Gefühl, die haben genau meinen Stopp abgeholt. Ja, und ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder nicht. Ich stecke da nicht drin. Das wissen eher diejenigen, die im Backoffice arbeiten von den Brokern. Aber das alleine dieser Spike hier ist für mich schon wieder ein Pluspunkt für JFD, dass der eben nicht abgeholt wurde und dass ich jetzt hier mit einigen Punkten vorne liege. Das wollte ich nochmal anmerken. Also es kommt nochmal Bewegung rein zum C3-Ende vielleicht. Also erstmal schön, A, dass Bewegung reinkommt, B, dass das natürlich jetzt so festgestellt wurde. Wir hatten ja auch bei Micho vorhin, dass die Bid-Preise angezeigt werden und die Ask-Preise also in den Candles nicht. Und jetzt hast du ein gutes Beispiel, dass man im Prinzip vom Shorting her fast hätte meinen müssen, dass du abgeholt werden würdest oder abgeholt wärst, aber das ist nicht der Fall. Ich meine, ob das passiert oder nicht, wie gesagt, wenn man das CFD, das Derivat sozusagen auf einen eigentlichen Index natürlich dann abbildet, dann hast du natürlich gewisse Differenzen. Du hast von den Liquiditätsanbietern das Problem, dass die natürlich das Pricing machen und auch die Spreads aufreißen können, gerade wenn du mehrere Anbieter hast. Je nachdem, wer die Order fillt, kann es zu einem Fill kommen oder nicht. Aber der Witz ist halt, die Order selbst liegt eben auf unseren Surfern. Die Liquiditätsprovider sehen es nicht. Es sei denn, der Preis kommt wirklich zu dem Stop- oder Take-Profit-Niveau und dann wird Viva-Signal die Order in den Pool gegeben und dann gibt es einen, der die eben im entsprechenden ausführt. Aber es ist eben nicht wie bei Market Maker, dass der komplett das offene Orderbuch sieht, wo alle 5.000 Kunden ihre Stops-Nummer sitzen haben, wo alle 5.000 Kunden oder 10.000 Kunden ihre Take-Profits haben. Das heißt, es ist natürlich bei uns auch die hundertprozentige Anonymität gegenüber der Gegenseite, die man als Market Maker, also ein Broker, der tatsächlich gegen den Kunden handeln kann, eben durchaus hat. Der sieht das offene Orderbuch, der sieht, wo die ganzen Kunden die Orders haben. Und bei der Dow Jones Ordner, ich will ja nicht mutmaßen, aber ich meine, wenn da eben, sage ich mal, 200 Stops liegen, dann ziehe ich den Preis eben mal 0,5 Punkte höher und hole mir die Stops. Ja? Ich weiß nicht, ob der Preis auch wirklich gerechtfertigt war. Man hat selten die Möglichkeit, das zu überprüfen, außer, und das hat ja Micha vorhin gezeigt, es gibt bei JFD die Möglichkeit, das prüfen zu lassen. Jetzt auch den Indexbereich, das war der Jens. Wir haben den DAX Post-Trade angefordert. Wir hatten einen Post-Trade vom Euro-US-Dollar, von dem Währungspaar. Exakt, und du kannst das prüfen lassen. Hat mich der Broker abgeholt oder war es ein Liquiditätsprovider? Und darum geht's. Ich habe den Stopp nachgezogen, also hier war er ja, genau hier. Ich habe ihn jetzt nachgezogen, 40 Punkte ins Plus. Er lag hier bei 81. Man sieht, wie schnell der Markt springt. Also das sind 10, 15 Punkte. Sind da mal wieder nichts heute. Und das ist auch die Antwort auf deine Frage von vorhin, warum ich 15 Punkte Stop nehme. Weil das reicht mir an Risiko. Ja. Und ich habe auch nicht den Anspruch, und das habe ich heute, glaube ich, mehrfach betont, nicht weil ich senil bin, sondern weil sich manche vielleicht erst später eingeschaltet haben. Ich habe nicht den Anspruch, oben short zu gehen. Unten long zu gehen und den ganzen Tag die Range mitzunehmen. Also das schaffen die wenigsten. Und den dummen Spruch von Markus merke ich mir nachher fürs Abendbrot. Der zahlt nämlich. Ihr habt es nicht gehört, weil Markus' Mikro ist auf. Ist auch okay so. Aber ganz kurz, hast du heute überhaupt einen Loose Trade gemacht? Ja, natürlich. Ich habe auch zwischendurch in der Mittagszeit vor allem, wo ich mehrfach gedacht habe, dass der DAX jetzt mal über die 10.430 gehen könnte. Und hat es nicht getan. Da ist er ja 10, 15 Punkte geschwankt, da habe ich meinen Stopp an die Volatilität angepasst des Marktes mit 8 Punkten, was in dem Fall ouch war, richtig, weil er wurde irgendwie so 4-5 Mal abgeholt. Hat auch unterm Strich dann quasi mein vormittagliches, die 5 Trades, die ich am Vormittag in Folge im Plus gemacht habe, hat das dann wieder aufgezehrt letzten Endes. Und am Nachmittag musste ich jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, um dann noch ein kleines Plus zu zaubern. Also insgesamt bin ich zufrieden. Natürlich kann man immer was optimieren im Trading, aber da nie ein Tag wie der andere ist, kann man nicht diese Blaupause nehmen und sagen, morgen mache ich
wenn das passiert. Das kann morgen wieder ganz anders sein. Ganz anders kommen. Aber von der Frequenz her, sagen wir mal 15, 20 Trades hast du schon wieder abgespult, oder? Ja, mindestens. Müsste man ins Journal gucken. Okay. Ich nachher gleich mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Machen, ich denke, der Dow Jones bewegt sich derzeit so gut, dass du sicherlich noch was machen wirst. Oder den DAX jetzt nachbörsig. Wir haben ja den DAX nachbörsig auch mit einem Punkt Spread jetzt. Also das heißt, wenn der Xetra-Markt zumacht, dann laufen ja die Indikationen. Bei der 24-Stunden-Indikation läuft die praktisch weiter. Und da haben wir den Spread auch weiterhin bei einem Punkt, der sich dann aber, wie gesagt, in Sachen unter 1 noch bewegen wird. Also Andreas, that's your market. Also kannst du ja nochmal schauen, ob hier was passiert. Du vergleichst im Prinzip aber auch DAX und Dow Jones schon parallel. Also naja, Korrelation. Wir hatten ja vorhin von Jens gehört, dass der Dow Jones am Nachmittag so ein bisschen der Impulsgeber ist. Ja. Was ich öfters im Forum lesen muss, ist, dass am Vormittag der Dow Jones Future der Impulsgeber ist, was alle zwei Tage verneint wird, auch begründet. Am dritten Tag kommt wieder diese mehr, möchte man schon fast sagen. Denn wenn man sich das Volumen mal hochrechnet, kann man mit so ein bisschen Dow Jones, könnte man ja sonst den DAX bewegen. Also das ist, da ist nichts los, also Quatsch eigentlich. Ja, und ich habe keine direkte Korrelation, die ich hier für das Trading nutze. Ich schaue aber schon über den Tellerrand. Also auch wenn der Markus so ein bisschen gesagt hat, der Andreas Müller, der beobachtet nur einen Markt, weil, keine Ahnung, was hast du gesagt als Begründung? Was ich Markus, sonst? Das ist eine Frage an dich. Markus, er ist schon eingeschlafen. Also ja. Markus, der Markttechniker. Das Problem ist, erfolgreiches Trading ist stinklangweilig, da schläft man irgendwann dann ein. Jetzt sag du mal was. Dir geht es ja, letztendlich genauso. Nee, du handelst ja nur einen Markt, weil dein Smartphone nicht mehr hergibt, weil der Bildschirm zu klein ist. Ja, und das iPhone, wohlgemerkt. Ja, und das reicht aber auch dann. Nee, du bist halt einfach, du hast ja dein Setup auf einen Markt bezogen und auf zwei Märkte dann bezogen. Vormittags ja eher DAX und nachmittags. Aber der Punkt ist, Andreas, eins ist ja auch klar, du hast ja auch gefühlte 165 Jahre Erfahrung. Und sieht man mir hoffentlich nicht. Sieht man dir ja auch an, definitiv, wenn man dir woanders hinguckt. Nehmen die Uschi Glascreme übrigens. Ja, klar. Und die kann dir halt keiner nehmen. Und die kannst für alles andere gibt es Mastercard. Aber Erfahrung kannst du halt einfach nicht kaufen. Und das ist halt dein großer Vorteil, warum du dich auch nur auf eine Handvoll Märkte konzentrieren kannst. Erstens mal dein phänomenales Gedächtnis, die Marken, die du dir einfach merken kannst. Das ist auch etwas, was man eigentlich so nicht wirklich lernen kann und wo ich auch absolut meinen Hut ziehe davor. Aber in der Art, wie du tradest, kann man dann auch gar keine 15, 20 Märkte traden. Das geht nicht. Aber der Erfolg spricht für dich. Aber das ist etwas, wo ich sage, das hast du dir über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre einfach aufgebaut. Das ist etwas, was du so nicht in wenigen Monaten lernen kannst. Und deshalb handelst du halt auch nur deine zwei, drei Märkte, aber wie man sieht, ja, extrem erfolgreich. Ja, das tut er offensichtlich. Das letzte Mal, muss man eine Anekdote aus März erzählen, von den IB Days 2. Ach, muss nicht sein. Möchte vielleicht doch, die muss raus, die muss raus. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es den Mittags Fat Finger gab, den will ich jetzt nicht unbedingt rauslassen. Doch, der war von dir. Nein, das müsste. Ja, ich war schuld. Na, letztlich wurde eine Position in die falsche Richtung eröffnet, aber nicht durch mich initiiert, sondern einfach, weil der Finger wohl ein bisschen dick war. Ja, also ich wollte eine Position, die im Gewinn war, schließen und bin sonst nicht der, du hattest vorhin dieses Produkt erwähnt, die im Technikbereich einfach die besten Geräte bauen. Da bin ich eher derjenige, der auf den Geräten tradet und der Metatrader ist nun mal kein Produkt für einen Mac oder es ist nicht einfach, ihn auf den Mac laufen zu lassen. Noch nicht. Also erstmal im Moment. Dran, es gibt, das hast du mir auch versprochen. Ja, aber es gibt auch die Lösung. Also du darfst es ja nicht ausgrenzen. Es gibt Lösungen, den Metatrader auf dem MT4 zu laufen. Ja, aber wenn ich Mittwoch handeln will, will ich nicht Dienstag einen Rechner anmachen und 10. Egal. auf alle Fälle, Story nochmal zu erzählen, du hast drauf bestanden. Ich war long, war im Gewinn, wollte einfach die Position im Gewinn sofort glattstellen und nicht den Stopp nachziehen, weil Mittagspause angesagt war. Und das nimmt er wirklich wörtlich, auch der Gabel am Buffet, der kennt er keine Freunde. Ich wusste nicht, wie ich die Position sofort aus dem Markt rausnehme. Also ich hatte mich mit dem Programm nicht in allen Details vorher befasst und habe dann gebeten, als ich geklickt habe, ob mal jemand drüber schaut. Und er hat dann nochmal geklickt und ich glaube, dann war ich in der Gegenposition. Und dann kam ein dicker Spike und der hat mich dann die Performance des Vormittags gekostet. Und ich musste am Nachmittag mich wieder rankämpfen. Aber gut, das ist nun mal so. Aber, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, es war ein wilder Event im März, aber du hast es trotzdem wieder geschafft. Das war das, was Markus sagte. Du hast dich durch den Fehltrade oder durch die unglückliche Geschichte sozusagen ja nicht verunsichern lassen, sondern du hast den Tag dann trotzdem mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das, obwohl du schon extrem weit hinten lagst. Also es ist wirklich was, wo man sagt, Hut ab. Und das spricht wirklich die Erfahrung aus dir. Und das ist ja definitiv, da muss man den Hut ziehen. Gibt nicht viele. Und wie gesagt, ich hatte es dir privat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so morgen schon sagte. Doch,
du hast schon geskypt, als ich das Wort noch nicht mal kannte, sage ich mal, auch mit dem Heiko Behrendt, der ja das letzte Mal hier zu Gast war beim Live-Trading. Heiko tradet ja auch mit JFD, hat er auch sein Scalping-Konto, was er ja seit langem schon profitabel handelt. Und ich glaube, er hat jetzt mittlerweile auch schon wieder fast 30 Gewinntage in Folge. Skypt halt auch nur den DAX primär. Und man muss eben sagen, das ist grundsätzlich natürlich eine Geschichte, die interessant ist. Wenn man in dem Segment richtig eintaucht und seine Skills hat und seine Vorgehensweise, dann kann das funktionieren, aber es ist auch anstrengend und es bedarf auch vieler Nerven. Ja? Ich meine, du beschließt auch nicht jeden Tag mit einem Profit, ja? Aber du weißt, der nächste Tag kommt, neuer Tag, neues Glück sozusagen, und dann geht es einfach weiter. Eine Frage habe ich gesehen im Chat wegen der 24-Stunden-Indikation vom DAX. Warum gibt es die überhaupt? Ja? Berechtigte Frage. Zum einen ist es ja so, ich will kurz sagen, wir haben ja den Xetra-DAX, der von 9 bis 17.30 läuft. Und wir haben jetzt den 24-Stunden-DAX und wir werden in Kürze auch den Eurex-DAX einführen, der von 8 bis 22 Uhr läuft. Das ist praktisch der DAX-Future, der dann sozusagen gespiegelt wird. Und den 24-Stunden-DAX gibt es, weil die Nachfrage nach dem Produkt da ist. Es gibt Marktteilnehmer, die Swing-Position halten. Aber es ist natürlich auch so, nach 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit und US-Closing laufen nur noch Indikationen in den Märkten. Es gibt keinen S&P-Future, der nachbörslich noch weiter gehandelt wird. Es gibt die asiatischen Futures, also es ist alles ein großer Mix dann und nicht wirklich klar, wie der Preis dann sozusagen über die Nacht aussieht. Und die Liquiditätsprovider reißen dann den Spread auf. Das war früher mehr als heute. Heute sind wir da im Bereich von 4 Punkte beim DAX zum Beispiel, der dann nachbörslich praktisch einfach, also außerbörslich sozusagen über die Nacht einen größeren Spread hat. Das muss man wissen. Aber es ist auch so, dass man mit so einem 24-Stunden-DAX durch irrationale Bewegungen in der Nacht geschützt ist. Das heißt, wenn es zu einem, beispielsweise 21.09., wenn die Bank of Japan dann praktisch irgendeinen so ein Bash rausbringt in der Nacht, wo die asiatischen Märkte um 4, 5, 6% einbrechen oder nach oben schießen, dann ist man mit so einer 24-Stunden-Indikation trotz des großen Spreads mitten in der Nacht raus aus dem Trade, hat sich verabschiedet. Und wenn man denn aber zum Beispiel den Xetra-DAX bei uns handelt, dann eröffnet der im Prinzip dann natürlich erst mit einem Gap nachbörslich und dann natürlich zu einem viel schlechteren Preis, weil man ja die Kurslücke hat, das Kursrisiko, was man auch klassisch bei Aktien hat, da die ja praktisch feste Börsenzeiten handeln. Und das ist so ein bisschen die Waagschale, wo man sich überlegen muss, bin ich überhaupt bereit, Positionen overnight zu halten? Wenn ich nicht bereit bin, brauche ich auch keinen 24-Stunden-DAX. Zumal ich jetzt auch noch sagen muss, so ein 24-Stunden-DAX verzerrt ja auch sämtliche Indikatoren. Ja, also ich meine, in der Nacht hat man kaum Bewegung, jeder Indikator leitet sich anhand vergangenheitsbezogener Daten ab. Und wenn ich da in der Nacht eine Range habe, wo sich der DAX 2, 3 Punkte bewegt, dann verzerrt das jeden RSI, jeden gleitenden Durchschnitt. Das heißt, so richtig zweckmäßig ist es rein vom technischen Analysebetrachtungsmomentum nicht. Es dient eben dem Zweck, dass man in Anführungszeichen auch eine Sicherheit hat, aus wilden Ereignissen in der Nacht auch aus dem Markt rauszukommen. Genau. So ist der Punkt. Das ist auch richtig. Das sind auch so Erfahrungen, die man einfach niederschreiben kann. Und wie Chris vorhin schon sagte, so ein Trading-Tagebuch ist halt ganz wichtig. Manche machen das in Excel. Ich nutze zum Beispiel das Tool Evernote. Auch da bringe ich nochmal was anderes in. Spiele ich nochmal in den Raum. Da kann man sich Notizen machen, kann seine Charts reinziehen und kann von verschiedenen Geräten darauf zugreifen. Das ist ganz wichtig, um auch mal was zu zeigen. Und vor 10 Jahren dachte ich mir, ich mache einfach mal so einen kleinen Blog. Ja, den Bock. Sehr gut, zeig uns mal, was da los ist. Und schreib mal im Trading-Tagebuch ein bisschen, was mich bewegt, ein paar Ideen schreibe ich runter. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, das heißt, ich kann den nicht täglich pflegen. Ja. Und weiche dafür auf Facebook aus, also wer auf dem Blog möchte, wie mein Nutzername im Internet, bernecker77.de. Und bei Facebook erreicht ihr mich auch so. Also man gibt quasi das oben ein oder sucht nach Andreas Müller als öffentliche Seite. Und dort diskutiere ich natürlich auch mit den anderen Nutzern. Jetzt kriege ich ein bisschen Husten, weil es trockene Luft hier. Ich muss mal was trinken. Kein Problem. Dann übernehme ich gerade, würde den Bildschirm dann gleich mal an Markus übergeben. Markus hat noch was Feines zu bieten. Ansonsten danke für die Ausführung, Andreas, an dieser Stelle. Und zwar eine Punktlandung und Bernecker 1977 ist eine Instanz. Ja. Also Markus, was hast du? Ja, hier, es läuft immer noch unser euro-schwedische Krone. Wer sich noch erinnern kann, der läuft ja seit 13.43 Uhr, hat ja inzwischen ein Ziel erreicht, ist ja auch doch recht volatil geworden, zeigt uns aber immer noch, wie man hier im Bild auch sehen kann, ganz klar eine Aufwärtstendenz, ist momentan noch ganz leicht im Minus. Das nächste Ziel wäre hier oben, also den lassen wir auf jeden Fall auch mal laufen, weil die Korrekturzone, ja, die liegt ja hier
in dem Bereich. Das heißt, das Setup als solches ist noch in Ordnung. Es gibt also keinen Grund, da irgendwie einzugreifen. Ja, nur da muss man halt ein bisschen auch Geduld haben an der ganzen Geschichte. Und solange der Stopp nicht geholt wird, kann sich der Trend immer noch fortsetzen. Wir haben ja der Punkt 2, der liegt ja hier oben. Da liegt auch das finale Target. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das auch tut, liegt einfach wesentlich größer, als dass er es nicht tut. Das ist genau das, was Charles Dow sagte. Eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. Angelehnt an das Beharrungsprinzip, auch aus der Physik. Und auf das spekuliere ich hier halt auch nochmal. Und ja, für mich ist jetzt wichtig, es ist eine Uhrzeit, wo ich auch meinen Kunden immer beibringe, lass das Trading jetzt einfach gut sein. Jetzt kommt nichts mehr. London, Frankfurt macht langsam Feierabend. Das heißt, der Forex-Markt wird auch zum Erliegen kommen. Langsam, aber sicher. USA geht in die Mittagspause. Auch da wird relativ wenig zu sehen sein. Das Schöne am Machina Trader ist, ihr seht es, ich arbeite hier mit dem Dow-How-Package. Wenn keine Signale da sind, dann habe ich auch nichts zu traden. Und hier ist es genauso. Man merkt es jetzt einfach, dass die Liquidität rauskommt. Traffic geht langsam zurück. Und dann ist es einfach auch Zeit, langsam zum Feierabend zu kommen. Man muss einfach auch nicht mehr traden. Und das ist das Schöne daran. Und deshalb, ich möchte gerne auch so mein Statement nochmal auch zum Abschluss bringen, wo ich dann ganz einfach, ja, einfach sagen möchte, versuchen Sie Ihr Trading in geordnete Bahnen zu bringen. Versuchen Sie bitte entsprechend sich an die Regeln zu halten. Dann haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie erfolgreich sein können. Wenn Sie das nicht tun, dann kriegen Sie es auch nicht gebacken. Dann habe ich heute Morgen schon ein paar Mal erwähnt, dann ist es wirklich schade. Mir tut es immer leid um jeden Händler, der in den Markt kommt und dem Marketing da Glauben schenkt, was alles möglich ist. Nein, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, mit einem 1.000-Euro-Konto jeden Monat 250 Euro rauszuziehen. Das kann man mal machen. Das wird sicherlich auch mal funktionieren. Es gibt auch Händler, die schaffen sowas. Aber die sind Händler, die haben seit 10, 20 Jahren Erfahrung im Markt. Die können das. Und ich traue auch am Andreas Müller zu, dass er ein 1.000-Euro-Konto innerhalb kurzer Zeit hochtraden kann. Aber der Mann hat halt auch 20 Jahre Erfahrung oder 15 Jahre Erfahrung. Und jeder andere hier letztendlich genauso. Das funktioniert. Aber wenn sie das nicht haben, dann müssen sie sich leider von dem Traum dann hier verabschieden. Und deshalb sage ich ganz klar, wenn Sie bereit sind, das Trading zu lernen, ja, gucken Sie einfach auf meine Homepage, da haben Sie die Möglichkeit dazu. Da sehen Sie auch jeden Tag, wie ich entsprechend den Markt analysiere. Ich habe hier auch einen täglichen Marktausblick in Videoformat und in geschriebener Form. Das Ganze nachmittags in englischer Form, dann für den S&P 500 in geschriebener und in Videoform. Schauen Sie einfach da vorbei. Genauso wie entsprechend bei der Ausbildung. Versuchen Sie sich in dieses Thema hineinzuarbeiten, nur dann haben Sie die reelle Chance, dass es auch wirklich aufgeht. Wenn Sie das nicht tun wollen, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn Sie sagen, nee, ich will nicht in Ausbildung oder in Software oder Handelswerkzeug investieren, ist vollkommen in Ordnung, ist Ihre persönliche Entscheidung. Aber dann erwarten Sie bitte auch nicht, dass Sie Gewinne an der Börse erzielen. Ja, davon müssen Sie sich verabschieden. Und wenn es wir Ihnen sagen, kratzt es vielleicht an Ihrer Ehre oder wir zerstören Ihre Illusionen. Das mag sein, aber lieber zerstören wir Ihre Illusionen und Ihre Träume, aber nicht Ihr Leben und auch nicht Ihr ganzes Kapital. Schade drum, achten Sie einfach drauf und wenn Sie wollen, dann können Sie hier vorbeischauen bei einem unserer Kollegen und hier oder auch gerne hier bei mir, wenn Sie einfach das Trading wirklich von der Pike auf lernen wollen. Und wie gesagt, ich lade Sie ein, gerne hier auch in unserem Seminar teilzunehmen. Ich habe, wie gesagt, ein einziges noch im November. 5 Plätze sind noch frei, wenn Sie möchten. Dort lernen wir innerhalb von diesen 5 Tagen zumindest mal den Aufbau, wie man zumindest mal ansatzweise an der Börse überhaupt zugange sein kann. Das würde aber auch nur die Basis darstellen für alles Weitere. Und ja, so ein kleines Bonbon gibt es noch dazu, wenn Sie dabei sind. Dann kriegen Sie 3 Monate anschließend in meinem Premium-Service dann auch noch geschenkt mit dazu, damit Sie auch das, was wir dort lernen, auch täglich in die Praxis umsetzen können. Und um Ihrer selbst willen, und damit möchte ich eigentlich für meinen Teil heute auch zum Abschluss kommen, um Ihrer selbst willen, ja, die Börse schuldet Ihnen wahrscheinlich schon eine ganze Menge Geld. Sie haben die Möglichkeit, das zurückzuholen, aber nur, wenn Sie sich an die Regeln halten. Die Regeln der Börse, die Regeln des Tradings und das, was alles rundum dazugehört. Dann haben Sie eine echte Chance. Wenn Sie es nicht tun, auch in Ordnung, aber dann verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und auch nicht Ihr Geld. Lassen Sie es gut sein, machen Sie was anderes. Ansonsten tut es richtig, richtig weh. Und wir haben schon viele, viele Existenzen scheitern sehen.
und viele, viele Trading-Konten sind schon im Nirvana gelandet und das gibt die ganze Geschichte nicht her. Und das möchte ich Ihnen so als Abschluss des heutigen Tages mit auf den Weg geben, bevor wir später dann irgendwie zur Performance-Abrechnung kommen. Das war es von meiner Seite aus. Alles, alles Gute. Meister. Entschuldigung. Ich bin durch. Ich war gerade im Gespräch. Mehr zu sagen. Entschuldigung, war gerade im Gespräch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Trader. Ich bin am Ende. Trader. Okay, vielleicht, wie gesagt, wir gehen jetzt so langsam zum Ende, aber wir haben noch einiges an Informationen, da wollen wir definitiv rausbringen. Deswegen mal den Desk vielleicht direkt auf den Jens mal legen, dass wir mal Jens seinen Desktop noch sehen. Da wollen wir noch ein bisschen was transportieren. Im Sales-Bereich nicht unbedingt, aber wir wollen natürlich über das Seminar heute, Tagesseminar natürlich Live-Trading gezeigt, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, geguckt, was geht, Fragen geklärt, auch über den Chat, wie gesagt, das kam ja ganz gut an. Übrigens, Heiko Behrendt hat reingeguckt, das ist der 36. Gewinntag, den er geschossen hat. Ne? Also 36 Tage in Folge mit Gewinn, das ist mal eine Hausnummer. Wenn wir da Richtung 200 gehen, wissen wir ja, wie das Risiko eines Drawdowns dann möglicherweise sein könnte. Aber auch den wird Heiko überleben, weil er ja, sage ich mal, auch in der Materie schon so drinsteckt, dass man gar nicht mehr rausziehen kann. Grundsätzlich jeder mal so ein bisschen gucken, was heute an Tagesperformance lief, damit wir da genau den Radiergummi in den Bleistift nachher verschenken können. Ansonsten, Jens, lass doch mal ab, was hast du noch so im Petto eigentlich? Ja, ich habe das heute Morgen schon gesagt, dass es eine Premium-Session gibt. Ich habe das Angebot jetzt in der Kooperation zusammen mit JFD, dass ich mir folgende Frage gestellt habe, also eine so der Grundmotivation. Woran mangelt es denn? Also das ist immer so eine Sache. Ich habe ja viel im Bereich Research gearbeitet und ich habe ja auch viel im Zusammenhang hier auch im Bereich Education gearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe mit meinem eigenen Unternehmen. Und was mir halt mit der Zeit immer mehr aufgefallen ist, war, dass so die Kunden, die zum Broker kommen, wenn sie ein Konto eröffnet haben, danach relativ zügig alleine gelassen werden. Denn dann ist der Job des Brokers mehr oder minder gelaufen. Ja, dann heißt das, du hast das Konto eröffnet, du hast das Geld eingezahlt und das war's eben. Und ich wollte hier an dieser Stelle einfach ein Angebot schaffen, was weiter darüber hinausgeht. Und zwar nicht nur jetzt im Zusammenhang, dass ich sage, ich biete auch Trading-Coachings an und ich lege das offen dar, dass die konsequente Anwendung der von mir vermittelten Lehrinhalte eben dazu führt, dass man im Trading profitabel sein kann. Aber dass ich gesagt habe, es gibt auch die Möglichkeit oder sollte die Möglichkeit geben, so einen sogenannten Schnupperkurse zu machen, ja, oder zumindest mal so eine Idee davon zu bekommen, wie sowas aussehen kann, worauf zum Beispiel eine Handelsstrategie aufbaut oder dass ein Austausch stattfinden kann und zwar ein bisschen intensiver und weit darüber hinausgehen, was man normalerweise vielleicht in irgendwelchen Foren sieht. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann halt überlegt, eine Premium-Session ins Leben zu rufen. Bedeutet, also jemand, der bei JFD ein Konto eröffnet, er hat Zugang zu dieser Premium-Session. Ist einmal im Monat exklusiv mit mir, also das Konto, das müsste dann über Jens Klar Trading natürlich eröffnet werden. Das bedeutet, also entweder man geht über den Link, den ich auf meiner Webseite zum Beispiel zur Verfügung stelle, oder aber man eröffnet das Konto und kontaktiert mich, weil das wird sowieso sich nicht vermeiden lassen, denn ich schicke diesen Link exklusiv an die jeweiligen Teilnehmer entsprechend raus. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wenn man das Konto eröffnet hat, dass man dann in Kontakt mit mir tritt. Da kann man unten die E-Mail sehen, jklatt@jk-trading.com. Und dann würden wir an einem Samstag, an diesem Fall ist es jetzt tatsächlich der nächste Samstag, also der 17.09., 3 Stunden uns zusammensetzen in kleiner Runde. Und das ist tatsächlich eine kleine Runde. Also wir reden aktuell noch von weniger als 10 Teilnehmern. Die erste Premium-Session zum Beispiel, die ich gehabt habe, da hatte ich ein Einzelcoaching mit jemandem, Einzelcoaching in Anführungsstrichen, soweit man das nennen, als Einzelcoaching bezeichnen kann. Aber das war auch irgendwie zu erwarten, ehrlich gesagt, ausgehend von der Tatsache, dass es halt eben ganz neu gibt, diese Überlegung. Ja, und ich habe dann in dem Zusammenhang einfach gesagt, also jemand, der bei JFD ein Konto eröffnet, der soll nicht alleine sein. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, sich eben zu bilden, aber nichtsdestotrotz, ich möchte da einfach mit JFD gemeinsam dann diesen Weg beschreiten, diese Premium-Session anbieten. Und wer sich jetzt entscheidet, halt bei JFD ein Konto zu eröffnen, mit 10 Kilo das zu kapitalisieren, bis Samstag, der hat dann eben ausgehend von diesem Tag an einmal im Monat exklusiv Zugang zu dieser Premium-Session, die stattfindet. Wie gesagt, die Termine, die können wir miteinander abstimmen. Also aktuell ist das noch relativ flexibel, einfach weil da noch nicht so viele Teilnehmer dieser Premium-Session sind, aber es werden mehr. Ja, ich habe dann ergänzend noch da so 2, 3 Tools, hier Positionsgrößenkalkulator. Ich habe einen Ausbildungskurs ja auch erstellt. Da gibt es ein Markttechnik-Modul.
wo ich das Rad nicht neu erfinde. Das bedeutet also zum Thema Markttechnik kann man sich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel guten Input, beispielsweise auch über Markus beispielsweise oder große Buch der Markttechnik und so weiter holen. Ich habe aber das dennoch mal aufbereitet, einfach weil ich denke, dass es wichtig ist. Ich hatte das gerade im Zusammenhang mit dem automatisierten Trading gesagt, diese diskretionäre Komponente. Wenn du einfach bei diesem Trendfolgesystem, was da automatisch ein Handelssignal generiert, siehst, dass du zum Beispiel eine Position in den Wirkungsbereich eröffnen würdest. Das heißt also, in dem Moment, wo der Markt schon den Breakout vollzogen hat und eventuell sogar noch mal weitergelaufen ist in den Bereich, also fast schon eine 3 ausgebildet hat, heißt das dann, glaube ich. Ne? So. Dann macht es einfach durchaus Sinn, das zu wissen, sich dessen bewusst zu sein und ausgehend hiervon die Positionsgröße zu reduzieren, weil einfach mal die Chance für eine Korrektur besteht und ausgehend hiervon ein erhöhtes Risiko ausgestoppt zu werden aus der Position. Und wenn du so etwas identifizierst, dann willst du natürlich nicht volle Lot-Size dabei sein. Ich meine, klar kann der Markt weiterlaufen, aber die Wahrscheinlichkeit dafür langfristig, ausgehend von meinen Aufzeichnungen, Backtests und so weiter, ist halt gering. Und dafür das Grund, dieses Basiswissen sich zu erarbeiten, dafür ist es dann eben auch nötig, beispielsweise sich so markttechnisch damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe es wirklich mundgerecht versucht zu verpacken, auch kurz zu halten, bin ganz bewusst nicht in die Details gegangen, weil ich diese Tiefe jetzt in diesem Kurs auch gar nicht bieten kann und eventuell, möchte ich auch offen sagen, gar nicht bieten will, weil es einfach so viel guten Input dafür gibt, den man sich an anderen Stellen beziehen kann, dass dieses Modul eben als Basiswissensvermittlung eben fungiert, aber ich denke dennoch einen Mehrwert halt bieten kann, einfach damit man sich bestimmte Dinge eben vor Augen führt. Ja, das also zu dieser Premium-Session, zweite Möglichkeit wäre, und das ist auch, denke ich, absolut legitim, so eine Schnuppergeschichte, ja, dass man einfach sagt, ich öffne das Konto bei JFD, hat man doch schon mal auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen. Ich denke, das ist aus den diversen Ausführungen unsererseits hier klar geworden und stellt dann aber fest, sagt, ja, es ist aber jetzt so, Premium-Session ist mal nett gewesen, aber ist nicht so meins, auch das ist absolut fair. Hat aber dennoch mal wenigstens reinschnuppern können und das als für Konten, die unter 10.000 Euro eröffnet werden. Das wäre dann ein einmaliger Zugang, da würde ich diesen Link eben dann auch zusenden. Wie gesagt, wer da Interesse hat, der schickt mir einfach eine Mail oder der geht direkt über meine Webseite und eröffnet dann eben entsprechend, kurz noch einen Blick, geht über meine Webseite und geht dann hier oben über die JFD-Sektion. Da findet sich mindestens ein JFD-Link, zum Beispiel hier das super Logo. Klickt da drauf und dann wird man eben zur JFD-Seite weitergeleitet und kann sein Konto eben entsprechend eröffnen über Jens Card Trading. Schicke mir aber bitte dennoch eine E-Mail, weil es natürlich nötig ist. Wie gesagt, ich muss diesen Link dann an denjenigen, welchen raussenden. Das wäre mein Sales-Part gewesen. Wie gesagt, ich habe es heute Morgen schon thematisiert und ich denke, dass es eigentlich eine ganz feine Angelegenheit ist. Und dann, ja, in der Premium-Session, jetzt um das vielleicht vorwegzunehmen, werden wir natürlich eine detaillierte Nachbetrachtung unter anderem auch dessen machen, was heute hier passiert ist. Also das war jetzt nicht ganz so möglich, aber diese Premium-Session bietet die Möglichkeit, einfach nur nochmal die Gedanken, Scale-Out, Scale-In und so weiter, die mathematischen Grundlagen auch dafür, die so essentiell wichtig sind dann für das Risk-of-Money-Management, jetzt weniger die Trading-psychologische Komponente vielleicht, einfach um die greifen zu können. Und dann wollen wir uns nochmal betrachten, worauf baut eine Handelsstrategie auf, ja, welche Kernelemente sind da eben zu berücksichtigen. Ja, und das soll so meinerseits gewesen sein. Micho. Komm auch diese Woche nochmal. Völlig unverstanden. Ja. Ich wollte eigentlich den Monitor auf deine Seite rüber schieben. Also vorausgesetzt, hast du auch was zu sagen? Nichts Spezielles. Es ist schon relativ spät für neue Setups für mich. Und auch wenn ich längerfristig orientiert bin. Musst du es nicht rüberschieben? Ja. Ja, so ist okay. Klar. Was ich bis jetzt beobachtet habe, war Australien-Dollar, New-Zealand-Dollar, wo es eigentlich ein schönes Trend gibt nach unten, aber relativ kurzfristig und ja, wie gesagt, am liebsten handle ich von mindestens Stunde oder 30 Minuten Chart, wo ich keine Korrektur sehe. Ich würde gern und speziell heute auch eine Order von kleineren Zeiteinheiten eröffnen, aber ich sehe keine klare Korrektur. Deshalb denke ich, dass in manchen Fällen ist es besser, keine Order zu haben, als eine falsche Order zu haben. Immer zweimal daran denken.
Sonst, die Märkte sind wieder relativ ruhig geworden nach den Nachrichten. Es gibt keine weiteren Nachrichten, wie hier auf dem JFD Connect sehe für heute. Die letzte und wichtigste Nachricht war die Crude Oil Inventories. Und erst haben wir morgen um 0.45 Uhr eine GDP-Zahl für New Zealand Dollar. Was auch der Grund ist, dass ich keine Position beim Australdollar, New Zealand Dollar eröffnen will, weil wenn ich jetzt eine Position eröffne, wahrscheinlich, wenn es erfolgreich ist, muss ich es mindestens bis morgen behalten. Und in der Nacht werden wir GDP-Quartalzahlen haben, was größere Bewegungen sind hier zu erwarten. Und von daher denke ich, dass es relativ riskanter ist, jetzt eine Position zu eröffnen. Sonst bei dem Newsfeed nichts Spezielles gefunden von meiner Seite. Hier haben sie Live-Nachrichten von der ganzen Welt einfach gestreamt. Und sie können sogar die Feeds selber selektieren. Und wenn die Feeds, die JFD Brokers schon gesammelt hat, nicht genug sind, können sie selbst noch welche hier addieren durch einfach Einfügen von einem URL Link Data und das ist alles. Was noch zu sagen? Bei mir gibt es nicht mehr Interessantes. Mehr oder weniger ist der Handel für mich für heute schon fertig. Beendet sozusagen. Beendet, anders gesagt. Genau. Ist ja auch in Ordnung. Dann, Micho, hast du noch was? Ich habe der Mini-Terminal gesehen und ich wollte was zeigen. Bei Mini-Terminal gibt es eine neue Option, dass die Linien, die man einfach selbst kreieren kann, die horizontale und vertikale Linien, die Trendlinien können als ein Stop-Loss benutzt werden. Das ist korrekt, ja. Also der Add-on erkennt diese Linien als Stop-Loss-Niveaus. Das ist eine neue Art von Stop-Loss, von Trailing-Stop-Loss. Zum Beispiel, wenn der Preis raus von den Trendkanal geht, kann dann als ein Stop-Loss benutzt werden, was eigentlich keine schlechte Idee sein könnte und speziell bei dieser Position, die ich hatte, bei US-Dollar-Canadian-Dollar, hier sehen Sie, wo der Trendkanal geht und er könnte leichter als ein Stop-Loss benutzt werden. Und vielleicht könnte ich mir da ein oder zwei Pips sparen, weil mein Stop-Loss war da. Und wenn ich die Linien als Stop-Loss benutzt hätte, hier würde ich mir genau 3,6 Pips sparen, was eigentlich keine schlechte Idee war. Also man kann also, das ist richtig, ja, das ist gut, dass du es noch erwähnt hast, das Upgrade des Mini-Terminals dazu nutzen, dass die Trendlinien praktisch als Stop-Loss
Linie und Trailing Stop Loss verwendet werden, was in dem Fall jetzt einen kleinen Vorteil von 3 Pips gebracht hätte. Aber wer auf Trendlinien steht, Chartformation, da solche Breakouts auch durchaus ernst nimmt, der kann natürlich das mit so einer Verbindung in Sachen Stop Loss und Trendlinie eben automatisiert sozusagen managen lassen. Das ist hervorragend, weil es im Prinzip weiterläuft. Allerdings muss der MetaTrader 4 dafür laufen. Also ist jetzt nicht so, dass man das macht, in dem MetaTrader 4 ausschaltet und dann wird das automatisch fortgesetzt. Da braucht man dann einen VPS-Surfer, also einen Surfer, wo der MetaTrader rund um die Uhr läuft, damit das praktisch nachgetrailt wird. Das muss man wissen. Also das ist dann nicht ständig im Markt. Ansonsten, Andreas, ich habe vorhin mal geloopt und habe festgestellt, dass du heute eine sehr, sehr hohe Schlagzahl hattest. Da haben wir heute Morgen ja schon drüber gesprochen. Ich meine, manche Algorithmen feuern nicht so viel ab wie du. Aber dass du eben viel abfeuerst, das ist ja bekannt. Sag mal noch einen Satz, ich will nur eins noch. Okay, viel abfeuerst, da muss ich jetzt überlegen, was da dran jetzt. Weil, ja, da, doch, da fällt mir sicher was ein. Deswegen ist es aber so, dass er heute wirklich keine Müdigkeit hat aufkommen lassen und sage und schreibe 75 Trades abgespult hat. Ich weiß nicht, wann er es gemacht hat. Sorry, ich war noch essen zwischendurch, wir hatten Stromausfall. Das wäre so ein bisschen eine bessere Basis für eine Auswertung gewesen. Aber jetzt kann ich übernehmen, ich habe nur kurz noch... It's a little bit crazy, muss ich sagen. Also 75 Trades sind echt eine riesen Hausnummer, aber dank dir für den großen Traffic, sage ich mal, unsererseits. Der Broker freut sich da, wobei wir mit niedriger Commission natürlich eher daran interessiert sind, dass du erfolgreich bist. Auch das sehen wir gleich, wie sich der Broker gefreut hat. De facto. Ja. Aber zeig uns doch mal einfach, wie das heute für dich lief. Genau, also ich habe, wie gesagt, wer mich noch kontaktieren möchte, gerne über Facebook, meine Webseite, Kontakt und so weiter. Ansonsten kann man bei JFD Brokers, MetaTrader, ein Statement ziehen. Das habe ich jetzt auch getan. Wie man hier unschwer erkennen kann, bin ich mit 5.000 Euro gestartet, was eine realistische Größe ist für jemanden, der nebenbei tradet, aber nicht den Anspruch hat, davon leben zu wollen. Das haben wir ausführlich heute mehrfach gesagt. Wenn ich mich umhöre in Foren oder mit anderen Tradern auf Messen rede und es geht um die Kontogröße und wie viel man handelt und ich werfe in den Raum 5.000 Euro, so zum Start und antesten, ob man sich wohlfühlt, dann sagen die meisten, ja, ein DAX-Margin vielleicht 50 oder 100, je nach Broker, da kann ich ja schon mal 20, 30 Dinge handeln. Ja, sage ich dann, können sie. Und in 2 Wochen, was machen sie dann? Handeln sie dann, schießen sie nach oder was machen sie? Oh, Moment, bei dem Add-on kommt ja gerade was rein bei Chef, die Moment. Oh, hier kam schon was raus. Das gibt es nämlich auch bei JFD, die Auszahlungsoption. Und wir wollen ja letzten Endes auch was auszahlen. Ja, also das ist jetzt, war jetzt sinnbildlich gesprochen, aber wir wollen ja auch was auszahlen. Wir wollen ja, dass das Konto wächst und größer wird. Ja, deswegen machen wir das nicht für den Kick oder irgendwas. Und um das Konto nicht im Endeffekt, also um es wachsen zu lassen, bedarf es natürlich auch ein bisschen ein schützendes Verhältnis, ein sorgsames Umstreicheln, Hegen, Ummanteln, wie man so schön sagt. Und deswegen nicht zu hohe Stückzahlen handeln. Ich bin hier mal reingegangen, immer mit 1 oder 2 CFDs, das ist nicht viel. Der Markt hat auch nicht stark geschwankt, sodass ich nicht hunderte Punkte mitnehmen konnte, war einfach nicht möglich. Aber dadurch hält man auch das Risiko klein. Am Morgen lief es ganz gut, dann hatte ich über Mittags ein bisschen Hänger, hatte ich ja geschrieben, hatte ein paar Ausstopper und musste dann am Abend dann wieder aufholen. Was heißt musste? Ich habe am Abend wieder aufgeholt, da lag mir der Markt wieder besser. Es gab bessere Signale von meinem Setup. Vielleicht war ich auch mindmäßig auf Betriebstemperatur. Hier sind es gefühlt 42 Grad, im Abendzug 56 Grad. Und man sieht, und das ist die Frage von Christian Kämmerer, was hat denn der Broker verdient? Insgesamt waren es 75 Trades, also 75 mal kaufen, verkaufen. Da hat der Broker an mir verdient 31,60 Euro. Also eine Abend bei einem Italiener. Ganz kurz, eine legitime Feststellung, aber man muss auch sagen, was hier definitiv zu Tage gefördert wird und was viele eben auch vergessen, gerade im Intraday-Trading brauchst du, wenn du eine hohe Schlagzahl hast, und Handelsgebühren sind für gute Qualität, gute Ausführung, einen guten Marktzugang, faire Ausführung, Transparenz, die ganze Geschichte, völlig normal. Und das, deswegen ist das auch ein Punkt, wo man sagt, okay, Gebühren fallen an, aber gerade im Intraday-Bereich, wenn wir hier über Trades sprechen, die in Richtung 30, 40, 50 oder sogar 75 gehen, ist es wirklich so, dass die Commissions, die Handelsgebühren, ein elementarer Bestandteil sind dessen, was deine Performance letztlich, oder besser gesagt, ein elementarer Bestandteil, die Performance zu verringern. Weil je höher die Schlagzahl, desto mehr Commission, Handelsgebühren und desto mehr musst du auch das erstmal verdienen. Ja? Das vergessen ganz viele. Im Intraday-Handel ist es schön zu handeln, aber ich hatte auch Tage, wo ich sehr aggressiv im Intraday-Handel unterwegs war, da hatte ich 50% meines Profits waren nur Performance-Kosten. Ja.
Und die durftest du gleich mal abziehen. Und deswegen ist es auch entscheidend, wenn man Performance vergleicht mit oder ohne Kosten. Genau, genau. Ganz und, wichtig. Wenn man weiß, dass man 25% Abgeltungssteuer zahlen muss, das kommt ja noch dazu. 25% an Broker, also quasi vor Broker, vor Kosten, vor Steuern. 128, vor Steuern 128 verdient. 25% kriegt der Staat, ihr kriegt 25%. Das ist okay. Wenn man mein Handelsverhalten über den Tag betrachtet, wie gesagt, hätte man noch optimieren können. Die Mittagszeit hätte ich einfach nichts machen sollen. Ja. Aber danach ist man immer schlauer, hätte auch ein Ausbruch kommen können. Whatever. Was ich mir morgens aufgebaut habe, habe ich dann wieder eingerissen und musste es mir wieder neu aufbauen. Unterm Strich, wenn man die 5.000 zugrunde legt, sind das knapp 2% oder 2%. Da kann man mehr als zufrieden sein. Das ist das Level, was auch Markus Brüß benannt hat. Wenn man das nicht jeden Tag schafft, aber in 3 Tagen die Woche, einen Tag plus minus null und einen Tag macht man mit seiner Familie was Schönes, dann ist das völlig okay. Dann ist das eine super Performance und dann brauchen Sie auch nicht irgendwie 100.000 Euro Kredit zu nehmen, um anfangen zu traden. Das geht auch schon mit 5.000 Euro. Allerdings, da will ich, bevor jemand anderes noch das Wort ergreifen möchte, darauf eingehen, dass wir im Prinzip ja auch nicht diskriminieren, was die Konten angeht. Ja? Habe ich gestern auch schon gesagt, ob jetzt jemand kommt mit einem 5.000 Euro Konto oder 500, das ist die Einzahlungsmindestgröße, oder jemand mit einem 500.000 Euro Konto. Bei uns gibt es keinen VIP, Gold, Platin oder Mustertrader, weil er jetzt seine 1 Million einzahlt. Die bekommen alle die gleichen Konditionen, ob sie eben praktisch mit einem kleinen Konto starten oder einem großen. Und wir machen da im Prinzip auch keine Diskriminierung an dem Kunden, wie bei vielen eben. Wenn man 20.000 einzahlt, kriegt man plötzlich bessere Handelscommissions oder kriegt man bessere Spreads. Ja, das finden wir, das ist Diskriminierung am Kunden und fördert auch überhaupt nicht das Trading. Deswegen ein Kontomodell für alle. Auch wenn sich jetzt sagen wir, die Eminenz, die oberen 10.000 da vielleicht gedisst fühlen, in der Masse geht es nicht darum, sondern eben allen das gleiche Angebot zu machen und eben nicht zu diskriminieren. Und die Kosten, um da nochmal den Kreis zu schließen, die hat jeder, der im Intraday-Bereich sehr, sehr affin unterwegs ist. Und wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann merkt man, dass man erstmal auch die Kosten vor Steuer, wohlbemerkt, auch noch verdienen muss. Also es ist schon ein zähes Brot. Markus, hast du noch was? Auswertung. Können wir kurz auf Markus schalten? Markus sagt Auswertung. Warte, musste darüber, Sekunde. Ja, also bei mir ist die Kontogröße im Prinzip genauso groß wie beim Andreas. Und ja, ich glaube, ich war auch für mich heute ein sehr erfolgreicher Tag letztendlich. Die Performance liegt bei 2,56%. Das ist heute vom 14. bis 14. Sehr gut. 9. Ich glaube, damit kann man relativ gut zufrieden sein. Und in Betrag wären das dann 237,64 €. Respekt. Also nicht schlecht, muss man sagen. Ist ja nicht die Regel, ne, dass man hier dann, sage ich mal, den Markt dann immer absaugt. Aber wunderbar. Also 2%, wie gesagt, das kriegt man noch nicht mal in 2 Jahren auf dem Tagesgeldkonto. Also insofern ist das schon eine sehr, sehr harte Nummer. Ansonsten, Jens ist hier noch wild am Updaten, am Upgraden. Ich habe noch keinen Kontoauszug, ehrlich gesagt. Den kriege ich immer abends um 11. Also das ist immer ganz, ganz angenehm. Das ist zum Beispiel was ich extrem positiv finde bei JFD. Du hast jeden Tag kriegst du eine automatische E-Mail mit allen Transaktionen, die auf deinem Konto abgewickelt werden. Ja. Und zwar nicht nur für Live-Trades, okay, sondern auch für Demo-Trades. Also das heißt, Demo-Umgebung, die ist wirklich 100% die gleiche Umgebung wie auch im Live-Modus. Wir können die Performance-Auswertung mal ganz kurz machen. In meinem Fall war es heute ein 130.000 Euro Konto. Wir müssen allerdings jetzt ein bisschen rechnen. Ich habe es schon ausgerechnet, also man findet es schon auf Twitter. Der Tag begann mit 129.000 Euro gemacht, gleich, finish. Und 487. So, Konto steht jetzt bei 129.000 Euro und zwar inklusive Kommission etc. pp. Habe ich schon alles mit reingerechnet. 129.022 €, das ist ein Minus von 465 Euro. Das teilen wir durch den initialen Kontostand, also die 129.487 und dann haben wir ein kleines Minus für heute von minus 0,36%. Ja, das ist jetzt nicht besonders schön, weil man hätte natürlich gerne einen positiven Tag. Aber ich persönlich muss sagen, ausgehend von den Marktbedingungen, ist das Ergebnis echt gut. Also ich bin extrem zufrieden. Der Markt, der ist definitiv nicht so, stellt sich nicht so dar, wie ich ihn brauche. Ich weiß ganz genau, dass die Tage, die bei mir die Performance bringen,
dass diese nicht besonders häufig vorkommen. Also wirklich starke, trendige Bewegungen, wie sich der Markt dann präsentiert. Das merke ich auch alleine ja daran, wenn ich meine Trades auswerte. Und das habe ich auch zum Beispiel schon parallel hier auf meinem Laptop dann alles geupdatet. Und zwar Trading Journal, Trades eingetragen etc. pp. Und was du halt siehst ist, dass, also ich sehe, dass da viele Break-Even-Trades sind. Wenn dann Trading darauf abzielt, dass du jetzt ausgehend von dieser Eröffnungsspanne, die wir jetzt heute früh hier dargestellt hatten, die Open Range, sagst, ich ziele darauf ab, dass es zu einem Break hier auf der Unterseite kommt. Ich versuche das zu antizipieren und zwar frühzeitig. Und ich wünsche mir dann eben richtig Volumen, was reinkommt in der mich dominierenden Zeitebene und dass dann eine schön stark trendige Bewegung nach Möglichkeit bis, sagen wir, 10.100 Punkte ungefähr in dem Bereich ins Laufen kommt. Dann ist die Sache eben die, wenn du häufiger Break-Even ausgestoppt wirst, dann bedeutet das, etwas anders formuliert, das Feedback des Marktes, der spiket kurz aus der Range raus, läuft auch dein sogenanntes R ab, also das heißt ja, ich habe ja die Herangehensweise bei mir, dass ich sage, wenn der ein R verdient hat, wenn mein initiales Risiko zum Beispiel 25 Punkte ist und der Markt ist 25 Punkte für mich gelaufen, dann ziehe ich den Stop auf plus minus null nach und manage ihn ausgehend dann von dort weiter mit dem Supertrend, wenn sich eine trendige Bewegung etabliert. So, und wenn jetzt dieser Breakout erfolgt, also das heißt, mein insgesamter Read auf den Markt, würde ich jetzt mal sagen, oder meine Analyse zutreffend ist, das bedeutet dann hat er auf jeden Fall dieses R abgelaufen, kommt dann aber wieder zurück. Und ich meine, diese Marktbedingungen heute, die sind ja prädestiniert dafür, genau zu erkennen, was ich meine. Der breakt eben hier aus der Open Range raus, rums, und anschließend läuft er wieder zurück in die Open Range. Ich hatte jetzt noch ein zweites Szenario, was ich eben dann aggressiver gehandelt habe, im Rücklauf in die Open Range, wo ich dann hier nicht ausgestoppt wurde und der dann Break-Even rausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, du siehst halt unterm Strich, ist es so, dass viele Break-Even-Trades darauf hindeuten, die Marktbedingungen sind aktuell nicht hundertprozentig gegeben, in denen ich gut performe. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich ganz genau weiß, und das habe ich heute auch schon zwei, dreimal gesehen, also dieser kleine Rutsch zum Beispiel, wenn du die PNL anguckst, das ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, dass der Loss, den jetzt heute entstanden ist von, was haben wir jetzt gesagt, 400 Euro oder sowas, den hatte ich hier schon doppelt und fast dreifach drin, nachdem der Markt noch nicht mal ansatzweise das gemacht hat, was ich halt wollte. Und das ist halt auch genau das, wie meine Handelsphilosophie aufbaut. Also ich gehe an allererster Stelle über das Payoff-Ratio. Das bedeutet also, ich versuche halt wirklich, den großen Bang zu bekommen. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass das häufiger mal dazu führt, dass ich plus minus null ausgestoppt werde oder kleine Verluste über die Tage eben dann akkumuliere. Da sieht man aber auch, also ich bin so ein Typ, ich kann das ab, ja, um das mal so zu formulieren. Ich weiß, das gibt es viele da draußen vielleicht, die sagen würden, ich würde völlig wahnsinnig werden. Also das würde so dermaßen stark an meinem Ego kratzen, das könnte ich nicht. Ich kann's. Also das ist halt, also das, so ein Typ bin ich halt. Und deswegen passt dieser Handelsansatz auch sehr, sehr gut zu mir. Ja, deswegen komme ich damit klar. Also, und das ist meinerseits gewesen. Also nur ganz kurzes Update, wie gesagt, minus 0,36. Kein Problem, danke Jens. Ja. Wie gesagt, das ist that's normally und ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch. Gehen wir kurz auf Micho ein vielleicht. Wie gesagt, völlig undramatisch dahingehend, dass wir Tage mit positivem und negativem Ergebnis haben, sowohl ein Trade unwichtig ist, so ist auch jeder einzelne Tag, am Ende zählt, ich sag mal, der Monat, weißt du, wie ich meine? Die Auswertung, ich sag mal, es gibt eben Tage nach oben und nach unten und das muss man eben in der Relation sehen, wenn man da jetzt jeden Tag überbewertet, um Gottes Willen, aber es gibt jeden Tag eine neue Chance, neues Aufstehen und wenn man die Märkte eben ein bisschen choppy sind, wie es ja auch manchmal heißt, dann ganz ein bisschen ehrlich, die Handbremse anziehen. Das ist ja auch das Coole, ich meine, ich glaube, darum machen wir das ja auch. Du stehst jeden Morgen auf und du weißt nicht, was kommt. So ist das, ist total geil. Also das ist ganz ehrlich. Es ist fast schon Abenteuer und ja, deswegen ist die Szene vielleicht auch männerdominierend, ne, weil wir ja den Reiz suchen, aber den kontrollierten Reiz und den disziplinierten, sage ich mal. Die Masse leider geht da blind und ohne Augen oder ohne Regelplan. Es gibt, glaube ich, sogar Auswertungen, dass Frauen bessere Trader sind, weil die, ja. Aber wollen wir eigentlich die Diskussion jetzt auch mal anfangen? Wir würden uns aber freuen, wenn wir mehr weibliche Traderinnen hätten, weil auch ich kann das bestätigen, die von den Frauen, wo ich kenne, sind in der Regel vielleicht ein Stück weit reduziert an der Risikoaversion, da haben wir erst drüber gesprochen, aber es sind eben nicht so wie der Mann, der im Prinzip draufhauen, Rendite nur nach vorne, sondern eine Frau wägt halt mehr Risiken ab, ja, und ist sehr vorsichtig. Das ist nicht von Nachteil an den Märkten, muss man definitiv aber sagen. Aber kann auch wieder ein Problem werden, dann langfristig, wenn du nämlich dann sagst, okay, ich poker jetzt mal nicht um den Gewinn und versuche hier den großen Bang zu bekommen, sondern, ja. Am Ende wissen wir es nicht genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir noch mehr Frauen im Zulauf haben und hier beim Live-Training dann noch mal die ein oder andere Dame begrüßen dürfen. Micho, ganz kurz noch mal zu dir. Wie geht's? Was geht ab? Kurze Auswertung auch von meinerseits.
Mein Konto ist leicht im Gewinn heute, aber ein Trade hatte ich früher platziert, deshalb das zähle ich nicht. Nur diese zwei Trades am Ende habe ich heute gemacht. Und wenn wir das kalkulieren, das heißt ungefähr minus 10, 11 Euro, das heißt ungefähr minus 0,2% von meinem Balance in Minus für heute, was eigentlich nichts ist. Und ich freue mich für meinen Handelsstil, dass ich immer so kleinere Verlust-Trades habe, und wenn ich einen Gewinn-Trade habe, ist es wirklich erfolgreich. So ein Trade wie dieser mit halb eher Gewinn, wie mein letzter Trade, zähle ich einfach auch als nichts. Und es gibt was Interessantes, dass der menschliche Gehirn versteht die Verluste und die Gewinne gleich. Also einfach, wenn du dreimal verlierst, deine Psychologie, dein Gehirn versteht das als und nur einmal gewinnst, du verstehst es, als du dreimal mehr verloren hast. Also man muss sich selbst lernen, das nicht so zu fühlen. Und der Grund, weil ich so kleine Verlust-Trades habe und große Gewinn-Trades habe, ist genau deshalb, weil ich will die Verlust-Trades überhaupt nicht als Verlust-Trades fühlen. Also die Verlust-Trades sind für mich fast Nulls. Und das geht für mich super. Und wenn ich ein Gewinntrade habe, es ist ein bisschen größer, sogar nicht nur ein bisschen, und ich fühle mich, als ich nur Gewinne habe. Deshalb habe ich kein emotionelles Druck und funktioniert ganz gut bei mir. Also Resultat von mir minus 0,2% für heute. Aber da will man sich nicht beschweren, Mischa, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben ja zwei super Tracks mit fast 2% Profit, ansonsten unter 0,5% Verlust. Wenn man das mal in so einen Hedgefonds packen würde, sage ich mal, als Traderkreis, ist das ein komfortabler Tag. Henry, ganz pauschal, heute bei dir? Bei mir lief es nicht so gut. Ich habe unterm Strich minus 0,8% fabriziert. Ach. Aber ja, gut, ich sterbe deswegen nicht an Herzdrücken, morgen ist ein neuer Tag. Da bist du auch zu lange in der Branche und ich sag mal, wie gesagt, ihr habt es im Griff und man sieht eben, es war alles, also die Verluste waren bei unter 1%, 0,8 war jetzt so ein kleiner Ausreißer nach oben, die anderen haben hier plus 2% und mehr geschossen, was will man mehr. Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, wir haben nach 18 Uhr, bedanke mich auf jeden Fall bei den, sag ich mal, Protagonisten hier vorne in breiter Front fürs heutige Erscheinen, fürs Ausharren hier drin. Ihr seht es ja leider nur zu teilen, die Oberkörper, unten sind sie nämlich alle ohne Hose am Start hier, wegen der Wärme, wegen der Hitze. Gut so, dass der Tisch abgedeckt ist und dergleichen, weil es ist ein Bild für die Götter. Aber ich sag mal, ansonsten haben wir das hier auf jeden Fall gut über die Runde gebracht. Bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei euch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auf der WOT an unserem Stand sehen, beziehungsweise da auch den ein oder anderen Event nochmal ablassen. Grundsätzlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt gut mitgemacht. Ich musste hier keine großen Monologe als Moderator die ganze Zeit halten. Ich denke, der Input war sehr gut. Und ich glaube auch, wir haben rübergebracht, warum nicht nur das richtige Setup wichtig ist, sondern auch der richtige Broker. Und da will ich es dann eigentlich auch dabei belassen und will sie nicht weiter auf die Folter spannen. Video wird es im Nachgang sowieso geben, dann können Sie den ganzen Tag nochmal auf sich wirken lassen. Ich sage, wie gesagt, danke für Michael, für die Plattform hier. Ich sage danke dafür, dass Sie so steil dabei geblieben sind. Und für auch die Aktivitäten im Stream, für die Fragen über Twitter und Facebook, die Diskussion, die wir angeregt haben, wunderbar. Eine finale Frage gab es noch, Markus, da musst du kurz nochmal Rede und Antwort stehen. Gibt es für Anfänger präferierte Märkte, die man handeln sollte? Ja oder nein? Ganz kurz, musst du auch gar nicht groß ausreißen. Was meinst du? Alles außer DAX. Ah ja. Man sollte sich nicht in den Underlying verlieben, sondern man braucht das Setup. Man braucht das richtige Setup, was man handeln sollte. Okay, und damit belassen wir es. Ich sage danke fürs Dabeisein. Die Kameras gehen gleich offline. Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen klären, wie wir den Winner küren. Nämlich mit der Krone und dem ganzen Trambori. Ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche einen schönen Feierabend am Baggersee mit einem kühlen Bier
und wir sagen auf bald.